Willkommen zu Schröders Nebenwerte-Watchlist. Wie immer, fünf Nebenwerte hat der Herr neben mir dabei und wir stellen die Frage, geht da was? Hallo Michael. Da geht mit Sicherheit was, hallo. Bei manchen geht da noch was, weil es ging ja zum Teil schon was, wenn wir jetzt mit Warta starten. Gut, im übergeordneten Bild sieht es ein bisschen anders aus, aber zu Wochenbeginn hat der Konzern ja ordentlich oder die Aktie ordentliche Zuwächse verzeichnet. Über die Zahlen müssen wir auch noch sprechen, die gab es letzte Woche, plus Ausblick. Deine Meinung, deine Einschätzung? Meine Einschätzung. Interessant bei dem ganzen Thema ist, die Zahlen waren ja, vom Unternehmen her gesprochen, den Erwartungen entsprechend, aber insgesamt doch relativ mau. Der Ausblick auch sehr zurückhaltend, vor allem auf der Ergebnisseite. Hier laut Unternehmen belastend. Natürlich liest man jetzt in jeder Unternehmensmeldung die Unsicherheiten bezüglich der steigenden Rohstoffkosten, der Lieferkettenproblematiken. Bei Warta vornehmlich Lieferkettenproblematiken bei den Kunden, also nicht bei Warta selber. Aber das Ganze könnte und wird vermutlich ergebnisseitig auch ein bisschen was ausbremsen, was in der Ad-Hoc-Meldung dazu nicht ganz so herauskommt. Dass aber auch der Ausbau oder der Aufbau der E-Offensive auch Marge kostet, weiter Investitionen kostet und die eben auch weiter belasten. Daher fürs laufende Jahr beim EBITDA und beim bereinigten EBITDA unter dem Wert des Vorjahres prognostiziert. Analysten haben jetzt hier alle schon ein bisschen nachgelegt, auch ihre Schätzungen für 2022 wieder ein bisschen runtergesetzt, ob es dann dieses Jahr was mit der Umsatzmilliarde wird, werden wir sehen. Aber wie gesagt, was aus meiner Sicht spannend ist, ich habe jetzt Kontakt aufgenommen zum Unternehmen, die Details zur E-Offensive, die fürs Frühjahr angekündigt waren, man sieht im Moment noch nichts, aber was nicht ist, kann noch relativ schnell werden. Wir haben das ja schon öfter thematisiert, Details, Ablaufpläne etc. Partner, hier kursiert ja immer wieder der Name Mercedes-Benz, nachdem ja Porsche auch schon mit an Bord ist. Aber man hat bisher noch nicht gelesen, um jetzt auf den Punkt zu kommen, was total interessant ist, bei all dem hat der Kurs nicht mehr nach unten reagiert. Also im Gegenteil, du hast es angesprochen, Anfang der Woche ging es sogar jetzt hier weiter nach oben. Kann man jetzt hier vom Boden sprechen, von der Bodenbildung sprechen, wenn diese Zahlen, der Ausblick hier schon eingepreist sind, die Fantasie, dass jetzt in Sachen E-Offensive ein bisschen Dynamik reinkommt, ein paar Details, Partner, könnten wieder kurzfristig positive Impulse entstehen. Unternehmen geht jetzt, mir heute Morgen noch jemand zugerufen auf Roadshow mit Stiefel, ganz interessant, das ist das Analystenhaus, was mit 76 Euro eins der tiefsten Kursziele schon seit langer Zeit ausruft. Also man wird sehen, wie sich die ganze Sache entwickelt, aber wie gesagt, positiver Newsflow könnte hier dann tatsächlich mal wieder für einen Squeeze sorgen und an den mittellangfristigen guten Aussichten, da wiederhole ich mich gerne, halte ich auch fest und das Unternehmen wird seinen Weg gehen, bei den kleinen Batterien und eben auch in den Antriebstechnologien, Batterien für den Boosterbereich und auch für den kompletten Antrieb von Fahrzeugen. Der Plan steht, braucht aber noch etwas Zeit, aber wenn man jetzt schon sieht, dass die Aktie auf relativ fallende Nachrichten nicht mehr negativ reagiert, ist das auch ein gutes Zeichen. Aber Warta wollte sich nicht in die Karten blicken lassen, wo du Kontakt hattest und sagen, ob es jetzt wirklich bald mal da News gibt, ob da Partnerschaften etc. bekannt gegeben wurden? Wir haben ja noch ein paar Sendungen die nächsten Tage. das Frühjahr geht noch ein bisschen, hat ja auch erst begonnen. Gut, dann will ich beim nächsten Mal nachfragen. Wir schauen auf Extron. Fundamental läuft ja eigentlich alles gut, Wachstum, gute Zahlen etc. Charttechnisch könnte jetzt auch bald mal wieder ein Ausbruch anstehen. Es läuft ja nicht nur gut, es läuft bombastisch, muss man sagen. Am Puls der Zeit, die Investitionen, die das Unternehmen getätigt hat, machen sich jetzt sehr, sehr positiv bemerkbar. Die Nachfrage im Chip-Bereich, klar, ist gut als Anlagenbauer für Hightech-Maschinen. Natürlich ganz klar im Fokus hier die neuesten Generationen Silizium im Leistungshalbleiterbereich, Silizium, Carbid, Gallium, Nitrid, das sind die Dinge der Zukunft, die jetzt in den nächsten Jahren stark nachgefragt werden, verbaut oder gebaut werden, eben auf den Maschinen von Extron. Und da hat man jetzt mit den Zahlen für 2021 schon gesehen, der Order-Eingang oder die Orderbücher sind voller als die geplanten Umsätze fürs laufende Jahr, bis zu 500 Millionen Umsatz im laufenden Jahr, also nochmal wieder ein Schnaps obendrauf, das sollte erreicht sein. Da dürfte dann aber auch das Potenzial ausgereizt sein, auch was die Kapazitäten betrifft. Margenseite, ich glaube 21-23%, ist ein bisschen Luft nach oben. Gehe ich mal von aus, dass das noch übertroffen wird. Da spielt die Dollar-Thematik mit rein. Das Unternehmen rechnet die meisten Aufträge im Dollar ab. Das ist stark. Zukunftsmusik, spannend wird es natürlich auch noch. In der Zukunft, neben den genannten Themen, gibt es noch den Micro-LED-Bereich, Maschinen dafür, kleine, ich will jetzt nicht sagen kleine bunte Lämpchen, aber wichtig ist,
diese Technologie wird von Apple nachgefragt für die Smartwatches. Erste Aufträge werden hier im 2023 erwartet und dann geht das Ganze möglicherweise auch in die iPhones 24, 25, also auch über das Jahr mittelfristig deutlich viel Auftragsfantasie in allen Bereichen. Du hast es gesagt, das zeigt sich hier im Chart. Wir haben hier eine schöne W-Formation, die jetzt mit diesem Sprung hier ausgelöst wird. Jetzt geht es gerade schon an der 22 Euro und ich denke mal, das Momentum wird die nächsten Wochen, Monate sogar anhalten können, weil das jetzt erst der Anfang war, sodass wir dann hier in der zweiten Jahreshälfte auch Richtung 25, 26 Euro laufen sollen. Man darf und sollte hier mögliche Konsolidierungsphasen natürlich nicht vergessen, nicht nach hinten schieben, weil das gehört auch dazu, aber selbst auf diesem Niveau, also das Geschäft nimmt Fahrt auf und die Aktie sollte dem entsprechend nachkommen. Also es klingt alles danach, wenn man noch nicht investiert ist, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, weil es immer noch sehr gut aussieht. Genau, ja. Wer noch bislang nicht auf dich gehört hat, die wenigen vielleicht. AT&S, schauen wir da noch drauf, auch da auf den 3-Jahres-Chart, da sehen wir es sogar eingeblendet hier. Steve, da haben wir ganz weit hinter uns gelassen, wir befinden uns sehr nahe am 3-Jahres-Hoch. Ja, Thematik, wahrscheinlich, weiß gar nicht. Leiterplatten und IC-Substrate, ja, ist für die immer kleiner werdenden elektronischen Endgeräte sehr, sehr wichtig, diese Produkte, das Innenleben, also die Seele, die Leiterplatten und dann diese IC-Substrate, mit denen dann die entsprechenden Chips auf die Leiterplatten adaptiert werden, angebracht werden. Das Ganze zusammen ist dann das Herzstück in einem elektronischen Endgerät. Und ja, wir haben gerade schon über die hohe Nachfrage in der Halbleiterbranche gesprochen. Die ist hier bei AT&S nach den Produkten exorbitant hoch. Also man ist ausgelastet auf mehrere Jahre. Und im jetzt vor kurzem, Ende März ausgelaufenen Geschäftsjahr, dürften die Umsätze ungefähr bei, das mal überschlagen, 1,6 Milliarden rauskommen. Marge von bis zu 23% EBITDA-Marge. Das Interessante ist, die langfristige oder mittelfristige Planvorgaben bis zum Jahr 25, 26 wollen wir dann Richtung 3,5 Milliarden Umsatz, also roundabout eine Verdopplung beim Umsatz sehen und die Marge dann möglicherweise sogar auch noch Richtung 30% steigern. Also man sieht das Potenzial. Jefferies hat es jetzt mal auf den Punkt gebracht, der absolute Hidden Champion in der Branche, unbeachtet. Die haben jetzt ein Kursziel von 78 draufgeschrieben. Man sieht, wir arbeiten uns jetzt hier, du hast es gesagt, von tief immer weiter vor, aber wir arbeiten uns jetzt hier immer mehr in einen schönen Aufwärtstrend nach oben. Und selbst auf diesem Niveau dürfte sich in den nächsten Monaten ein Einstieg hier rentieren. Wie gesagt, die Nachfrage ist gut, das Unternehmen arbeitet. Unternehmen investiert natürlich auch in Malaysia, in China und auch Stammsitz in Österreich massivst, um diese Kapazitäten überhaupt erfüllen zu können. Aber unterm Strich bleibt eben auch was hängen. Also die Aussichten auch hier in diesem aktuellen Zyklus, in diesem aktuellen Umfeld sehr gut. Am nächsten Wert gab es gestern, also am Montagabend, positive Meldungen. Die vorläufigen Zahlen fürs erste Quartal von Sixt, Umsatzsprung, Millionengewinn. Nur bei der Jahresprognose waren wir weiterhin vorsichtig. Die hätten wir jetzt nicht angepasst, trotz des guten Auftragsquartals. Ja gut, die Jahresprognose, die hat eine Spanne von 100 Millionen, glaube 380 bis 480 Millionen. Die klar, kann man vertreten, kann man verstehen, angesichts der vielen Ungewissheiten, die es gibt. Du hast es gesagt, das Q1 ist mal wieder richtig stark ausgefallen. Der Vorsteuergewinn, also das EBT, ins Plus gedreht und nicht nur ein bisschen. Ich glaube, letztes Q1 2021 waren es 14 Millionen Verlust. Die Hintergründe haben wir ja schon oft genug besprochen. Dieses Jahr sind wir jetzt 85 bis 90 Millionen EBT fürs Q1. Werden jetzt aufgerufen, also ein Wahnsinnssprung. Wir haben mal geguckt, in den Jahren 18 und 19 haben wir ungefähr knapp unter 50 Millionen vor Steuern verdient. Also woran liegt das? Ja, die Knappheit der Fahrzeuge, die Autoauslieferer kommen nicht hinterher. Entsprechend gestaltet sich die Preispolitik, also die hohen Mietpreise aufgrund der begrenzten Flotte. Sixt macht das Beste aus dieser Zeit, die Digitalisierung des gesamten Geschäftsmodells funktioniert auch perfekt, nimmt langsam Form an. Entsprechende Synergien befeuern hier auch die Kostenseite. Wir haben das in den letzten Monaten und Jahren immer wieder thematisiert. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Aktie jetzt hier in den nächsten Tagen deutlich zulegen wird. Also nicht nur heute oder morgen, sondern auch wieder hier Richtung 150 Euro laufen wird und dann möglicherweise auch darüber hinaus. Ich habe heute Morgen gelesen, die Baader Bank als Pessimist mit dem Sell- und Kursziel von 148, also noch immer oberhalb des aktuellen Niveaus. Andere Kursziele reichen hier für die Stämme schon im Bereich von 190 Euro. Also man kann ja davon ausgehen, dass jetzt
wenn, na, das ist auch wieder ein gewagter Satz, wenn jetzt in den kommenden Monaten alles halbwegs in geregelten Bahnen läuft, kann man im Moment tatsächlich nicht absehen, dass hier diese Prognose dann von 60 Jahresprognose auch noch wieder adjustiert wird und dann wir da eher in Richtung der oberen Grenze gehen, umsatzseitig sowieso. Also auf dem Niveau ist Sixt auch wieder mehr als ein Blick wert. Also auch wenn man bei der Jahresprognose noch ein bisschen sich zurückgehalten hat, was eine Erhöhung angeht. Ja. Die Zahlen kommen sehr gut an, also deutlicher Zugewinn auch heute, den wir da sehen. Schauen wir noch auf Nagado, deutscher IT-Dienstleister. Gab es hier den deutlichen Rücksetzer, aber hat man auch schon das Tief schon deutlich hinter sich gelassen. Wie das war das obligatorische Tief. Hier kam dann die Meldung, dass man die Planvorgaben für 2021 leicht übertroffen hat. Und jetzt haben wir die Konsolidierung und sehen jetzt im Moment das Kaufsignal mit dem Sprung hier über die 150, 151. Und ein IT-Dienstleister hilft bei der digitalen Transformation. Wir haben diese Themen hier schon oft durchgenudelt. Es ist ein Spin-off von Allgeier. Auch das Thema haben wir damals 2021 sehr eng begleitet. Und ja, operativ läuft es sehr rund, 35% Umsatzwachstum Richtung 737 Millionen bei 14% EBITDA-Marge für dieses Jahr geplant. Angesichts der Auftragssituation gehe ich mal davon aus, dass auch diese Zahlen übertroffen werden. Das werden wir dann im zweiten Halbjahr sehen. Das große Pfand in der Branche, die Fachpersonal, die entsprechenden Mitarbeiter, das Unternehmen jetzt geschafft, seit dem Spin-off von, ich glaube, 8.700 Mitarbeiter schon auf 15.000 zu steigern. Tendenz hier auch steigend weiter, obwohl der Vorstand, jetzt mal gelesen, die Messlatte an das Personal, an die Angestellten sehr hoch legt, aber man arbeitet anscheinend gerne für ein gut geführtes Unternehmen mit prallen Orderbüchern. Also hier bewertungstechnisch sollten wir mit der Aktie jetzt hier wieder Fahrt aufnehmen. Wie schnell das Ganze geht, muss das Marktumfeld auch zeigen, obwohl hier diese IT-Dienstleister sich doch relativ robust gezeigt haben in den letzten Wochen im Chart. Klar, die Konsolidierung hier mit dem Gesamtmarkt nach der Aufwärtsbewegung. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir in das Frühjahr, in den Sommer hinein die 170 Euro durchaus schon erreichen können und dann bei entsprechendem Newsflow auch auf Jahressicht die Hochstände wieder ansteuern können. Das war schon der letzte Wert. Ich glaube, du hast gut aufgezeigt, warum es da wirklich noch was gehen könnte bei den fünf Werten. Wir werden es weiter verfolgen. Dankeschön für den Moment, Michael. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.